Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unexplored. Nachdem ich mich im letzten Video, den Höhepunkt der Blamabilität erreicht habe, ist jetzt das Eis gebrochen und schlimmer kann es nicht mehr werden. Von daher, also die ersten 1000 Videos, habt bitte Nachsicht mit mir. Die zweiten 1000, also bei 2000 Videos, bei dem zwei, oh Gott, jetzt kann ich schon gar nicht reden. Das Spiel macht mich schon so im Voraus fertig. Also bei den ersten 1000 Videos habt bitte Nachsicht mit mir. Bei den 1000 Videos danach könnt ihr mich zusammenpfeifen. Wenn ich es bis dahin immer noch nicht gerafft habe. Ach ja, das ist so schwer. Spielen und reden, das ist absoluter Wahnsinn. Wenn ich mir teilweise da noch die Videos anschaue von mir, da denke ich mir teilweise auch, was hat der Typ geraucht? Aber auf jeden Fall, es ist unterhaltsam und das soll es ja auch sein. So, oh, schaut mal an. Ich habe hier was Neues gefunden. Das, obwohl ich mir gar nicht darüber nachgedacht habe, sondern ich bin einfach nur so ein bisschen hin und her gelaufen. Und da ist jetzt auch die Treppe. Ich sollte weniger versuchen, darüber nachzudenken, was ich hier denn mache, sondern einfach nur rum hin und her laufen. Irgendwie klappt das schon. So. Aber gehen wir erstmal weiter. The Jade Kitchens. Ebene 2. Alles noch ganz easy peasy hier. Kann ich da durch? Nein, das sah so aus. Hier könnte ich, glaube ich, runter. Aber da brauche ich wieder Licht für. Ah, ich muss sogar da lang. Oh Gott, wo kamst du denn jetzt her? Habe ich dich übersehen? Ja, komm, Zauberstab. Oh, noch eine Ration. Bin erst auf Level 2. Nein, ich nehme jetzt den Schild da. Drei Potions, die keine Ahnung machen. Toll, ich müsste eigentlich noch eine Ration nehmen. Nein, ich nehme die Fackel und mache jetzt hier mal Licht, sonst... Ich komme... Hä? Moment, da geht's lang. Ah, da geht's lang. Alles klar, was haben wir da? Tür öffnen. Dann kann ich auch wieder ein Schild nehmen, weil... Ja, ein bisschen sparsam sind sie hier ja mit der Beleuchtung. Oh Gott, jetzt sehe ich nicht, ob da in der Ecke irgendwas ist. Ah, das ist doch hier wieder was. Kann hier durch. Okay, möchte ich erstmal hier runter? Ja, ich grase erstmal hier die Ecke ab. Da sind noch... Hier ist eine Tür, die ist verriegelt. Alles klar. Unsichtbarkeitstrank. Die ist auch verriegelt. So, ich könnte jetzt da lang, aber ich glaube, ich gehe erstmal oben, schaue ich mir alles an. Ich habe hier ja auch noch ein paar Fässer. Vielleicht finde ich ja noch die ein oder andere Ration an der Stelle. Da unten ist ein Schalter und der ist bestimmt für irgendeine Tür. Ja, aber das ist erstmal nicht so interessant. Ration, wunderbar, nehme ich gleich. Ah, da ist schon wieder so ein Typ. Ja, mach mal nicht so einen Alarm da. Ich nehme jetzt hier einfach... Ein Zauberstab und zaubere hin und her und hoch und runter. Auf jeden Fall habe ich drei Aufladungen. Was haben wir hier? All bets are off. Ich habe noch drei Recharge-Schriftrollen. Das heißt, ich werde jetzt Gebrauch vom Zauberstab machen. Einfach auch aus dem Grund... Oh Gott, du nimmst viel zu wenig Schaden. Von daher, nee... Aus dem Grund, weil ich nicht noch mehr Leben verlieren will. Und dann, oh ja, genau, komm mir hinterher. Da stehe ich drauf. Gib's mir mit einem Knüppel und der Axt und überhaupt. Oh Gott, ich drifte hier ein bisschen ab. Lalalala. Sniff, sniff. Ja, ja. Schnüffel du da mal. Hallo, ich. Ja, danke. Was haben wir hier? Ein Buch. Diary. Mhm. Holy room in this floor. Four pedestals with animal figurines on it. Apparently you just need to remove the one that is the key. I should look around for some hints in that case. Ich spekuliere mal wieder darauf, dass... also wirklich da... Oh Gott, ja, reden ist eine schwere Sache. Dass ich die Informationen über diese... wie soll ich das nennen, diese Schriften an den Wänden finde.
nur Hinweise. Uiuiui, heute habe ich es aber mit Reden. Ich habe doch... Ja, okay, das wäre fast dasselbe gewesen wie letztes Mal. Hilfe, Hilfe. Ich sollte an dem verdammten Typ vorbeilaufen. Wenn ich denn an den verdammten Typ vorbeikomme... Oh Gott, der slowt mich auch noch. Ich weiß nicht, was momentan hier wieder los ist. Liegt das daran, dass ich extra Puzzle und extra Bosse aktiviert habe, dass ich plötzlich überhaupt nicht mehr vorwärts komme? Das könnte natürlich sein, aber... Ah, wer weiß das schon so genau. Da ist eine olle, olles Ding. Ja, ich hätte vielleicht... Ja. Genau. Ich hätte vielleicht erst zustechen sollen, so von hinten. Was hast du denn da? Ein Schwert? Ja, nee, das ist nur ein normales Schwert. Ich möchte erstmal schauen, was hast du denn? 5 Piercing, 8 Slashing. Das ist nur Piercing. Ich glaube, ich nehme doch mal ein normales Schwert. Dann bin ich ein bisschen breiter aufgestellt. Ach ja, das macht ja wieder so einen Halbkreis. Gott, das ist doch wohl nicht wahr. Ey. Recharge. Hilfe. Wie viel kannst du denn aushalten, Junge? Wieso mache ich dir überhaupt keinen Schaden? Was ist denn... Gott. Ein größeres Schild. Kann ich dich denn so tragen? Nein, Stärke 12. Verdammt. Ja, ich hätte da gerne... Nein, das Gold sammle ich jetzt nicht ein. Da kriege ich nur noch mehr Schaden und ich habe nur noch... Oder? Moment, was machst du denn? Oh ja, genau. Nee, 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 nee. Tschüss. Auf Wiedersehen. Hallo. Da unten sind noch ein paar Ameisen. Oder habe ich hier irgendwie insgeheim eingestellt, dass ich extra schwierigen Schwierigkeitsgrad habe? Aua, direkt in den Rücken. Ist doch total gemein. Oh nein. Der Einzige, der irgendwie aus dem Hinterhalt angreifen darf, bin ich. Ja, also... der Level, also das hier, die Etage gefällt mir mal absolut so gar nicht. So wirklich gar nicht, gar nicht. Du warst ein Schalter für eine Tür. Ja, gut. Ich werde schon wieder viel zu hektisch. Und ich versuche hier einfach mal durchzulaufen und ich... Ja, komm ja nicht durch. Ja, genau, noch mehr Eier. Yay. Oh, was ist das denn? Was ist denn hier los? Ja, was ist denn hier los? Chalice und eine Schriftrolle. Oh, nee. Ja, das war zu erwarten. Moment mal. Da bleibt es mir schon im Hals stecken. Neues Spiel. Ja, ich mache jetzt hier die extra Puzzle und extra Bosse aus. Vielleicht läuft es ja dann wieder besser. Aber den Schwierigkeitsgrad wechsle ich nicht. Nein, nein, nein. Niemals. Und wenn, dann nur noch nach noch schwerer. Ich nehme jetzt mal wieder Abenteuer. Also irgendwie, ganz ehrlich, mit den Schurken läuft es überhaupt nicht. Mit den Zauberer lief es manchmal ganz okay bis gut. Und mit dem Abenteurer läuft es meist super. Also nehme ich jetzt mal wieder den Abenteurer, nachdem das in letzter Zeit wieder so nicht, nee, so toll nicht lief. Ah, das macht mich schon wieder fertig, das Spiel. So, eine Ration, danke. Und ein Lockpick. Ich bin jetzt mal wieder ein bisschen sparsamer, obwohl ich noch so viel Gold habe, aber... Ich bin in letzter Zeit also viel zu früh gestorben und wenn ich das so weitergeht, habe ich bald kein Gold mehr. So. Was haben wir hier? Da ist eine Kiste, da braucht man einen Schlüssel für. Ja, das zeigt dieser Kreis da. Da braucht man auch einen Schlüssel für. Das zeigt der Kreis da. Gut, dass wir uns jetzt mal über Kreise unterhalten haben. Du bist wieder... So ein oller Käfer.
Da haben wir schon einen Schlüssel. Vielleicht ist der für die Kiste. Weil Schriftrollen, was auch immer die machen. Ja, toll. Ja, das hat's jetzt echt. Das hat's jetzt echt gebracht. Ah, das Spiel will mich doch trollen. So. Hier nochmal. Ja, Pfeile nehme ich mal mit. Aber mit dem Bogen kann ich eh nicht schießen. Weiß auch immer noch nicht warum. Weil irgendwie schießt der nicht dahin, wo ich hinziele. Oder ich bin irgendwie blind, aber auch da nur in diesem Spiel. In anderen Spielen habe ich nicht das Problem. Die Tür ist offen, die bleibt auch offen. Dann mal schauen, was uns hier unten erwartet. Verriegelt. Verriegelt, ja, okay. Kiste. Oh, mit dem Schlüssel. Kiste mit Schlüssel. Habe ich denn irgendwo irgendwas übersehen? Ich komme. Moment, doch, das Schlüssel, ne? Ja, der Schlüssel ist für die Tür. Stimmt ja, weil die Tür konnte man ja nur mit einem Schlüssel öffnen. Habe ich mir wieder ausgezeichnet gemerkt. Tür öffnen. Wunderbar. Nein. Nein. Kein Interesse. Danke. Was haben wir denn hier? Eine Fackel. Okay. Aua. Ah, diese verdammten Mistviecher. Ich nehme jetzt mal hier Potion und werf die den mal an den Kopf und vielleicht rein. Natürlich nicht. Nehme ich eine Ration. Ein paar habe ich ja. Ich muss hier irgendwie mich hier durchmuggeln. Da komme ich nicht durch, weil da muss ich einen Schalter betätigen. Ach Gott. Gold, gib mir wenigstens die 4 Gold und das Gold und das Gold. Und ich kriege jetzt hier total viel Schaden für so 5. Für ein Apfel und ein Ei. Sage ich jetzt einfach mal. Ja, dann weiter. Also momentan, ich weiß nicht, ob das wirklich an einem Update wieder liegt. Dass ich momentan so auf die Nase bekomme in dem Spiel. Oder ob es einfach nur Pech ist. Kann ich wieder eine Ration nehmen? Was? Oh Gott, wo kommst du denn her? Aus dem Boden? Ja, genau, danke. Ah, wie ein Profi ausgewichen. Multiple staircases go down from this level, but one I can't reach. Ach, das war wieder mit diesen, den Abgrund überspringen. So. Da geht es scheinbar weiter nach links. Dann schaue ich doch erstmal hier oben nach. Was wir hier so haben. Ja, genau. Da müsste ich irgendwie rüberkommen. Da bräuchte ich wieder ein Grappling-Hook vielleicht. Oder so ein Schwebeding. Levitation. Ach so. Wände kann ich sprengen. Die Wände kann ich sprengen. So. Das ist auch immer gefährlich mit Levitation, mit den Dingern hier. Dann ist man auf einmal wo man nicht mehr zurückkommt, wenn man Pech hat. Ja, da geht's runter. Aber nein, erstmal hier oben schauen. Schlüssel. Schalter für... Natürlich, das will ich deaktivieren. Diese ollen Turrets. Die Brücke geht dann wieder hier hin. Okay. Da ist wieder so ein Freund von mir. Aua. Ich laufe natürlich wieder rein. Ein Ring und eine Schaufel. Das war für eine Brücke, ne? Ja, Brücke aktiviert. Moment, das war die da unten, ja. Aber erstmal schaue ich hier links noch genau nach, was es hier noch so gibt, weil ich will nicht den ganzen Weg wieder zurücklaufen müssen. Goldkiste.
Tool, Potion, ja, Schmiede. Und ich habe nichts zum Schmieden, kann nicht schmieden. Hat langsam System, also... Hm. Zufällige Level-Generierung schön und gut, aber wenn ich dann irgendwie 20 Mal hintereinander eine Schmiede finde und nicht zum Schmieden habe, oder ich habe was zum Schmieden und finde keine Schmiede, das ist ein ganz blöder Zufall dann. Was haben wir hier? On Jabberlings. Jabberlings are small humanoids that burrow. You'll encounter them in groups most of the time. That's also when they prefer to blind unwary adventurers with smoke before rushing in to attack. Ja, okay. Die buddeln sich also ein. Was war das hier? Spiders. Ja, mhm. Achso, die greifen nur gerne an, wenn ich denen den Rücken zudrehe. Ja. Und einkreisen lassen ist eine schlechte Idee. Ach, wirklich? Wann ist das denn mal eine gute Idee? Trollmaterial. Nein. Halt, Schriftrolle. Danke. Schriftrolle, Buch. Ja, eine Schmiede benutzen. Ich kann Eisenerz mit korrodierter Armor benutzen, damit sie repariert wird. Das ist doch mal ein netter Tipp. Aber ganz ehrlich, wenn ich das nie die Möglichkeit habe, das auch zu machen, dann werde ich es mir auch nie merken. Das ist so Learning by Doing, oder besser gesagt, Merking by Doing. Buch. On Foxes. According to this nicely illustrated tomb, foxes are sly and cunning animals. They are popular idol of density and often adorn its altars. They are also popular characters in many bawdy tales. Ja, ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt hier eine Menge Schriftrollen gefunden und ich werde mir das jetzt merken. Oh, da habe ich was gesagt. Ich werde es mir merken, vor dem nächsten Weg nach unten, bevor ich den nehme, mal die Schriftrollen auszuprobieren. Da komme ich ja nicht rüber, weil ich habe keinen Grappling-Hook und ich glaube nicht, dass das hier wirklich reicht, darüber zu kommen. Nein. Scheinbar ist das auch nur für da oben gedacht. Weil irgendwie ist das, hat das schneller aufgehört, als ich nach rechts gegangen bin. Das sieht doch verdächtig aus. Kann ich vielleicht irgendwie diese Wand aufsprengen? Dann würde ich zumindest dann da reinkommen. Aber habe keine Bombe. Wo wir wieder bei dem Thema sind, irgendwie Sachen zu finden und man hat nicht das Passende dafür. Ja, ich verstehe schon. Wenn man es immer hätte, dann wäre es auch, glaube ich, irgendwann dann zu einfach. Nein, ich will nicht runtergehen. Ich will erst die Schriftrollen ausprobieren. Reden und spielen. Was haben wir hier? Detect Magic. Was haben wir hier? Light. Bobby, was auch immer. Identify. Ja, den Ring. Komm, Nimbleness. Nehme ich. Haben wir noch eine Potion, eine positive? Was machst du denn? Ja, Crimson Potion. Stärke. Wow. Endlich mal wieder Stärke bekommen. Das lasse ich mal da. Und was machst du? Remove Curse. Na, ich habe nichts, um Curse zu removen. Oder nichts, was verflucht ist, besser gesagt. Caverns of Whispers. Buch mal wieder. Library in the Sturdy Walls of Dawn, Level 2. Ach so, das ist dann, ja... Will ich denn da wieder hochgehen? Nee, das ist doch... Nee. Glaub nicht, das macht doch keinen Spaß zum Zuschauen. Das ist echt ein schweres Wort. Wenn ich da hin und her irre. Oh nein, ich wollte da noch gar nicht. Los. Aua. Ach bitte, wieso hast du mich getroffen? Ich hab dich doch zuerst getroffen. Das schauen wir uns nochmal in der Zeitlupenwiederholung an, glaube ich. Claywolf live. Yay. Claywolf. Ja, Digger. Nee. Digger könnt ihr behalten.
Tür öffnen. Gott, nein. Kollege, was bist du denn? Kultist. Oh, boah, das ist doch nicht wahr. Wie viele Probleme ich mit diesen blöden Typen da habe. Chris, das hatte ich auch noch nicht. Ist interessant. Ja, dann nehme ich jetzt mal live. Dann kriege ich auch gleich noch ein bisschen mehr Leben dazu. Und ihr gibt dann nur 2 Gold. Ja, aber 2 Gold sind 2 Gold. Und solange ich Platz im Inventar habe, stört mich das nicht weiter. Noch ein Claywolf. Ich gehe aber... Ja, ich gehe jetzt erstmal hier... Ja, die Tür ist natürlich verriegelt. Ja, nee, da kam ich gar nicht weiter. hier oben mal einen Blick reinwerfen. Wie schaut das denn hier so aus? Da haben wir noch ein Büchlein. Overheard Kobolds. Special device that is required to reach the lower levels. Grappling Hook. Haha. Ja, komm, ich will jetzt wieder einen Grappling Hook haben. Der ist so cool. Die Tür ist offen. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, welche ihr nehmen muss. Ich schaue mich hier, glaube ich, noch ein bisschen um. Aber das mache ich erst im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch wenn ich heute so meine Probleme mit dem Sprechen hatte, war schon mal besser. Ja. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Da unten läuft irgendwas rum. Ich pausiere mal lieber. Und schreibt einen Kommentar, wenn ihr irgendwas gesehen habt, was ich nicht gesehen habe. Lese ich immer gerne. Kann ich mich über mich selbst aufregen? Nein, Spaß. Ich nehme das mit Humor. Das war's erstmal wieder von mir. Und hoffentlich bis bald.